On escarte ce protest qui sont partis. Le leader avec le numéro de départ, c'est le leader. Vite bonsoir, si on s'en a pas de faire attention au premier match. Das geht ganz, ganz schnell. Das Feld in die Länge gezogen. Und jetzt Nicolas Rohrbach, puis le leader Marcel Wiedhaber en vert, puis Simon Zahner, le Suricois, et puis le coureur tchèque Paprska. Der zweite Sieg. Ja, sehr glücklich sein, glaube ich. Ich habe das ganze Rennen gelitten. Der Simi ist extrem stark gefahren. Ich war ein paar Mal im Hänger, also im Hinterrad. Und nachher, in der letzten Runde, ist der Bosmans wieder dran gewesen. Niemand mehr wollte fahren. Und dann bin ich einfach mal vorne gefahren. Nicht immer voll, so dass ich von der Schlusssprint noch etwas habe. Und ja, ich habe nicht mehr gross rumgeschaut, einfach gefahren und es hat gelangt. Aber es hätte gut können sein, dass wir nicht übersprinten hätten. Thank you.
auf die Zielgerade. Alle, Marcel Wilderberg, sur les encouragements du public, Simon Zaner pour la deuxième place. À nouveau un doublé de l'équipe. Marcel Wilderberg gewinnt pour Simon Zaner und Vince Bosmans. Platz 4 hier am Tour. Et le prix revient à madame Amina Vananabele qui va voilà, récompenser le vainqueur aujourd'hui ici dans cette troisième manche de VKZ Cross Tour à Aigle. Mesdames, messieurs, les trois premiers, une ovation pour eux, s'il vous plaît. Hand aufs Herz, Gesamtsieg, EKZ Cross Tour, ist das ein Thema? Jetzt sind wir bei der Hälfte und ich bin Leader und ja, ist sicher mal gut, aber ja, es gibt noch drei Rennen und die Bedingungen werden sich auch noch ändern. Jetzt gerade ist es schon noch gut gewesen für mich, die schnellen Rennen und na, also das Thema ist es schon, aber gesichert ist noch lange nicht. Das ist eigentlich gute Erholung bis heute noch. Merci vielmals.